ich bin Johann und ich bin gerade von der Schule nach Hause gekommen und ich habe mal wieder Lust, 24 Stunden nur eine Farbe zu essen. Ich habe ja schon 2 Videos gedreht, wo ich 24 Stunden nur eine Farbe esse und das ist sehr gut angekommen und deshalb habe ich mich entschieden und zwar werde ich heute den ganzen Tag 24 Stunden nur rote Sachen essen. Ich muss ja mal kurz überlegen, was es so leckeres Rotes gibt. Gibt es denn überhaupt leckere rote Sachen? Das werden wir gleich erfahren. So, ich suche mir jetzt ein rotes Getränk aus. Oder mehrere. Das ist doch sicher rot. Oh. Warte kurz. Ist das hier nicht rot? Ich weiß nicht. Sieht ein bisschen dunkel aus. Hier, das hier sieht aber gut aus. Das ist sicher von innen rot. Aus Himbeeren. Ja, das nehme ich. Hier, das hier. Sieht ein bisschen so aus wie Bier, also nehme ich lieber nicht. Das hier ist doch sicher rot. Jo, das ist ganz klar rot. Hier Tomaten. Aber ich glaube, wir haben noch Tomaten zu Hause, oder? Hier sind noch mehr Tomaten. Und Radieschen. Aber da ist ja das Innere weiß. Zählt das überhaupt? Paprika. Ich mag Paprika ja nicht so gerne. Schnell weg hier. Jetzt geht's weiter. Jetzt die letzten 2 Sachen. Zurückgekommen und ich habe mich auch schon passend umgezogen und ich möchte mich auch noch mit meinem Freund treffen und zwar habe ich jetzt einen Kuchen besorgt, den färben wir dann auch noch rot, roten Wackelpudding, ja und das zeige ich euch jetzt alles. Ein Zitronenkuchen, aber wir färben ihn auch noch mit Lebensmittelfarbe und dann wird er ja rot. Das zählt doch noch, oder? Hier ist er, der die Zutaten für den geheimen Wackelpudding. Hier ist noch mein Himbeersaft. Hier habe ich noch Blutwurst. Man nennt sie, glaube ich, auch Rotwurst. Deshalb habe ich sie mir ja auch gekauft. Und dann gibt es hier noch eine gesündere Sache. Und zwar die einzige. Okay, die ist auch nicht ganz gesund, das wollte ich euch eigentlich nicht zeigen, aber dann habe ich noch was Gesundes. Jetzt kommt das Gesunde. Super, super, super gesund. Hier ist es, die Paprika. Die wollte ich mir eigentlich gar nicht kaufen, aber dann habe ich gemerkt, ich brauche auch etwas Gesundes. Und jetzt habe ich auch schon ganz weit weg. Okay, und jetzt habe ich auch schon ein bisschen Hunger. Und das bedeutet, ich werde jetzt Mittagessen. Hier haben wir die gesunden Sachen. Die esse ich als erstes. Einmal eine Tomate. Und dann nochmal auf die Tomate Tomatenketchup drauf. Mmh.
dann noch ein kleines Stückchen Paprika. Eigentlich sieht sie ja ziemlich lecker aus. Lecker. Paprika mit Tomatensauce. Lecker. Paprika mit Tomate. Schmeckt auch lecker. Und hier ist die Briefpost. Doppelt verpackt. Hier ist sie. Riecht eigentlich ziemlich lecker. Lecker. Das schmeckt ein bisschen nach etwas Neuem. Jetzt möchte ich was trinken. Als erstes trinke ich das hier. Es ist rot. Jetzt mache ich mir nochmal das Abendbrot, einmal den Kuchen und Wackelpudding. Also für meinen runden Zitronenkuchen brauche ich jetzt 150 Gramm weiche Margarine, 3 Eier und 100 Milliliter Milch. Alles rein. Und das dritte. Ja! Und dann die Butter. Und jetzt geht's zum Mixen. Und jetzt möchte ich den Kuchen richtig schön rot machen. Mit der roten Lebensmittelfarbe. Cool, das ist jetzt schon fast rot, aber wenn man das wahrscheinlich backt, dann wird es noch roter. Einmal nochmal durchmischen und jetzt bin ich fertig. Ab in die Backform. Der erste rote Zitronenkuchen der Welt. Jetzt aber schnell in den Ofen. So. So, und jetzt los. Solange das jetzt backt, mache ich jetzt einen Wackelpudding. Also eigentlich hätten wir ja einen super süßen, so einen kleinen süßen Wackelpudding machen können. So einen ganz kleinen süßen. Aber anstatt so einen kleinen süßen Wackelpudding zu machen, machen wir gleich so einen großen. Mein Freund kommt ja auch noch, deshalb müssen wir ein bisschen mehr machen. Jetzt holen wir erstmal 4 Liter Wasser. Ein Liter, 2 Liter, 3 Liter und 4 Liter. Jetzt brauchen wir 800 Gramm Zucker. Das sind ganz viele kleine Lollis. 800 Gramm brauchen wir. Los geht's. Herzlich willkommen, Karies. Und jetzt alles hier rein. Oh mein Gott. Als nächstes kommt die letzte Zutat. Das sieht ja schön aus. Oh, es riecht so ein bisschen nach Punsch und nach Himbeere. Also, ich habe es jetzt umgerührt, nur ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dass da so viel Schaum ist. Okay, ja, ich glaube, es ist fertig. Also, einmal den Deckel raufgemacht. Jetzt raus. In der Zwischenzeit gucke ich jetzt nach meinem Kuchen. Ah, der hat sich hier ein bisschen aufgebläht. Aber sonst sieht er schon richtig gut aus. Und der ist auch richtig schön rot geworden. Für meinen Zitronenkuchen mache ich jetzt auch noch eine Glasur. Und die muss ja auch noch rot sein. Die mache ich. Und jetzt die rote Lebensmittelfarbe rein. Das hier sieht ein bisschen so aus wie Ketchup.
Jetzt kippe ich einfach die Glasur über den Kuchen drüber und dann wird der Kuchen richtig, richtig lecker. Guck mal, sieht der nicht lecker aus? Den werde ich jetzt essen. Der Kuchen sieht super lecker aus. Und ich habe auch noch meinen Wackelpudding geholt. Hier. Ah. Ah. Der sieht aber lustig aus. Der ist super rot von innen und außen ist er ein bisschen bräunlich. Es schmeckt richtig doll nach Zitrone. Das sollte ja auch so sein. Und es schmeckt mega lecker. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Durst. Deshalb trinke ich jetzt etwas. Da ist eine Erdbeere drauf und ist anscheinend auch Erdbeerensaft. Und ist rot. Hier. Total schönes Rot. Rot. Und ich hoffe, das wird nach Erdbeere schmecken. Denn ich mag solche Sachen, die so mit Erdbeeren zu tun haben. Und er ist... Es ist helles Rot! Ja, das ist aber geschummelt. Von unten sieht es so aus, als wäre es super rot. Genau, aber es ist doch gar nicht so rot. Ich hoffe, es schmeckt wenigstens. Und es riecht echt lecker. Eigentlich riecht das ja ziemlich süß, aber es schmeckt so wie Wasser. Man schmeckt die Erdbeere fast gar nicht. Okay, dann probiere ich mal das andere. Einmal reingekippt. Das ist rot. Und es ist richtig lecker. Ich werde diesen riesigen Wackelpudding auf diesen Teller stülpen. Und zwar mache ich das jetzt mit dir. Eins, zwei, drei. Ach, so. Und hochheben. Oh mein Gott. Ja, der schwabbelt gleich runter. Oh nein, der Wackelpudding hat sich hier überall verteilt, weil der Teller zu klein war. Aber jetzt probiere ich ihn. Und schon wieder ein Stück abgebrochen. Mmh. Es schmeckt nach ganz normalem Wackelpudding, einem Himbeerwackelpudding. Und es schmeckt ultra, ultra lecker. Weil da so viel Zucker drin ist. Hallo Gabriel. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.